3, 2, 1. Yo Leute, was geht ab und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute möchte ich euch einmal den schönen Teamspeak epicshot.de vorstellen. Im Hintergrund haben wir einmal noch den Nick. Leute, und zwar haben wir hier den Teamspeak epicshot.de. Ist natürlich unbedingt, was ja da auch klar ist, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar, wir haben hier die Inhaber, natürlich, und dann haben wir hier Team Lounges, YouTuber, das wird auch gerade bearbeitet, wie man sieht, Inhaber, da bekommen jetzt die YouTuber auch eigene Lounges und ja, unser Teamspeak ist generell gerade so ein bisschen im Aufbau, ich höre mal auf mit dem ganzen Mist, unser Teamspeak ist halt momentan im Aufbau und wir müssen noch einiges dran machen, weil hier kommen dann jetzt, wie gesagt, nur die YouTuber Lounges hin und das Ganze Rundum-Paket, würde ich es mal so ganz kurz sagen. Des Weiteren haben wir hier unten noch die Fortnite-Channel und den ganz normalen Talk. Was und heißt man Fortnite? Was heißt Fortnite-Channel? Da kann man einfach allgemein so Männer haben mit anderen Leuten. Also natürlich heißt es hier Fortnite öffentlich, aber man kann natürlich auch ganz normal einfach mit anderen also mit Freunden andere Spiele spielen. Das ist, merkt ja keiner in dem Sinne. So, und dann kann man hier unten noch Spieler-Channel, also temporäre Channel erstellen. Hier haben wir noch AFK, erreichbar, nicht erreichbar, heißt quasi erreichbar, können andere Leute euch noch erreichen, ist selbstverständlich. Und nicht erreichbar ist dann, man kann euch nicht erreichen, ist aber klar, was ich damit meine. Eigentlich. So, dann haben wir hier, das sieht man auch schön hier in der Eingangshalle haben wir auch, das habe ich zum Beispiel gerade eben noch geupdatet. Da sind auch alle neuen Infos dann drin, dass zum Beispiel Leute ja jetzt Inhaber sind oder irgendwelche Teammitglieder-Infos und Up-Rank, Down-Ranks. Wenn halt jemand runtergestuft wird, so wie ich. Genau, Details bleiben euch jetzt erspart. Und ja, dann ist ja eigentlich das Große, was jetzt so neu dazugekommen ist, viel Wichtiges steht natürlich auch oben, aber das relativ Unwichtige steht dann natürlich unten. Also zum Beispiel VIP-Rang wurde entfernt. Das ist relativ unwichtig, deswegen steht es weiter unten. So, Leute, würde mich natürlich sehr freuen und natürlich auch das ganze Server-Team wird sehr freuen, wenn ihr alle hier auf den TS raufkommt. Ihr könnt mit euren Freunden hier 24/7 drauf sein. Wenn ihr das natürlich auch wollt. Und Leute, dann würde ich sagen, könnt ihr euch das mal ganz angucken. Hier oben hat man noch das Server-Team. Da sieht man dann auch, wer hier Supporter ist. Und Leute, ich denke mal so, dieses Datum steht noch nicht fest. Das Datum steht noch nicht fest. Aber, Leute, ich würde mal sagen, in circa einer Woche kann man sich hier als Supporter bewerben. Das steht noch nicht fest, welches Datum bzw. wann es stattfindet. Jedenfalls kann man sich in naher Zukunft hier als Supporter bewerben, weil gerade die zwei Supporter, die ich hier markiert habe in blau, die sind halt sehr inaktiv. Genauere Details werde ich, wie gesagt, nicht sagen, falls das jetzt so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also die zwei Supporter sind halt sehr inaktiv, mehr sage ich jetzt aber auch nicht mehr zu dem Thema, deswegen würde ich sagen, Leute, circa in einer Woche gibt es eine Bewerbungsphase, würde mich sehr freuen, wenn ihr alle hier raufkommt und ihr habt mit jedem Alter eine Chance ins Team zu kommen. Naja. Ihr braucht nur, also nicht mit 2 Jahren, ne, aber ab 10 Jahren habt ihr eine gute Chance ins Team zu kommen. Am besten ab 11. Am besten ab 11, von mir aus ist ja egal. Das Einzige, was die einzigen Voraussetzungen sind halt, ihr müsst gut supporten können. Das ist natürlich Voraussetzung als Supporter. Ihr braucht eine gute, ich sag jetzt mal, Kernkompetenz. Heißt quasi, ihr müsst wissen, wie ihr mit den Spielern umgeht. Ihr müsst wissen, so rum, was ihr zu sagen habt und was nicht. Und ja, welche Regeln ihr auch strikt befolgen sollt, genaueres wird euch wahrscheinlich noch Pecto sagen, also Pascal oder Kada oder Not Momo, Skrizzle eher weniger, weil der ist, naja, nicht wirklich so,
jetzt, sondern der kümmert sich um seine Leute und ja, nichts Schlechtes jetzt über Skrizzle, ne? Nur, dass das mal so gerade gesagt ist. So, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oder willst du noch was sagen? Zum TS irgendwie? Okay, dann würde ich sagen, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Video wieder, haut rein und tschö, Mitte. Auf der Ja, IP in der Videobeschreibung, ASMR.